Wahrscheinlich nicht. Licht, wo hatten wir Licht gemacht? Wir hatten Licht gemacht, dass das so in einem Hoch- und Runter-Muster gehen sollte. So, nicht wahr? Ja. So, so. Okay, ich brauche... Requester-Chests waren unten rechts. Ich brauche viele Requester-Chests und ich brauche viele von anderen Chests. Also brauchen wir jeweils 10. Ihr wart unten rechts, unten rechts, unten rechts, unten rechts. Blau war da. So, was wollte ich eigentlich? Ich wollte Akkus bauen, ne? Ja, du produzierst für mich bitte Akkus. Dafür brauchst du Eisenplatten und Batterien. Wir haben inzwischen recht viele Abnehmer für Batterien. Ich sollte mal nachgucken, ob da alles beim rechten Ding zugeht. Wohl kann ich auch hier, ne? Wie viele Batterien haben wir? Null? Was? Ich sehe keine Batterien. Jedenfalls nicht im hochstelligen Bereich. Ja, das muss ich mir definitiv als nächstes angucken. Das ist nicht schön. Du... Oh, was? Nee, du tust da rein, holst da raus. Sicher, dass das so rum war? Rot rechts? Nee, genau falsch. Lalala. Lalalalalalala. So. Also rot links. So. Blau rechts. Du hättest gerne Eisenplatten und Batterien waren es, glaube ich. Da? Eisenplatten? Batterien war unter Muni. Richtig. Du sniperst da oben links. Ja, den Sniper halt. 100 Batterien. 100 Eisenplatten. Produktivitätsmodule passen nicht rein, also kriegst du ein bisschen Speed, weil die brauchen ja doch recht lange zum Bauen. Und Roboport-Anschluss haben wir hier gar nicht. Das heißt, wir müssten das Muster weiterbauen. Das war immer ein Roboport, zwei frei, ein Roboport. Gut. Substation. Das heißt, hier wird der nächste Roboport hinkommen. Und zwar ein guter Roboport, also der da. Schön. Und dann hätte ich noch gerne aus dem Spieleinventar die da. Ganz viele Alien-Artefakte. Ah doch, 19 Türme schießen. Das ist ganz schön wenig. Aber ich denke, das werden die Türme da hinten sein und nicht die da. Was mit euch? Ah, jetzt schießen sie. 60, 70, 80. Immer mehr. Gut. Das ist krass. Also tagsüber kommen die selbst hinterher, wenn die ganzen Türme schießen. Das ist sehr schön. Also die 50 Stück da. Und noch ein Spucker da unten. Es wird langsam lästig. Roboport unten. Drunter, so. Ja. Deckst du die damit ab? Ja, tust du. Schön. Oh. Die waren doch abgedeckt. Mist. Naja, trotzdem schadet es nicht, wenn wir das Muster weiter erweitern. Jetzt wollte ich gucken bei den Batterien. Wo ist da das Problem? Ihr kriegt keine Eisenplatten. Mal wieder. Was? Wir haben keine Eisenplatten. Peinlich. Okay, lauf, Forest, lauf. Ich habe die mal wieder abgekappt, weil wir Stromprobleme hatten, ne? Jetzt haben wir keine Stromprobleme mehr. Also bitte die Maschine wieder einstellen. Ja, die Ärmchen sind falsch, richtig. Okay. Arbeite. Genau. Stopp, warte, Kupfer? Haben wir Kupfer? Kupfer haben wir auch nicht, okay. Mach die alle weg, die machen sonst Unsinn. Oh, hier unten Angriff. Also du nimmst bitte da raus, da raus, da raus. Ihr tut bitte rein, da, da, da. Ihr habt alle noch die Produktivitätsdinger drin? Ja, das heißt, wir haben jetzt einen sehr erhöhten Stromverbrauch. Das sieht man hier. 12 MW. Die sechs Dinger. Dafür sollten wir jetzt wieder Eisen haben. Das war falsch. So, du arbeitest auch wieder. Du auch, du auch. Alle arbeiten. Ich habe schon wieder 5 neue Eier.
Es geht ja ratzfatz mit denen. Sauber. Wenn das so weitergeht, komme ich an meine 150 Alien-Artefakte für die MK3-Rüstung, ohne das Haus zu verlassen. Piu, 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 piu. Sehr schön. Oh, das Spielinventar macht nichts. Das ist nicht gut. Bitte, bitte, lauf mal zu einer Steinkiste. Oh, da kommt ein normaler King. Dies ist okay. Steinkiste hatte ich doch hier irgendwo gerade erst platziert, ne? Genau, da unten. So, gib mir bitte Stein. Bau bitte Landfill. Gib mir bitte mehr Stein. So, Steuerung. Bau mehr Landfill. So, kaum noch Steine im Inventar. Eine Weile was zu tun. Ist alles gut. Was haben wir noch? Ich sollte jetzt schon den Wald wieder begutachten. Ob da sich was getan hat. Dann sollte ich die Akkus hier abladen. Ja, bis hier. So. Die Boiler sollte ich nutzen, um die später zu erweitern, zu orangen Boilern. Das ist okay. Ich habe ein bisschen viele Fuel Blocks. Läuft hier oben alles richtig? Ja, so weit, so gut. Das Ding ist voll. Oh, du bist eine aktive Kiste. Das ist nicht gut. Bau mal bitte die da. Ich glaube, ich hätte die aktive Kiste nur gebaut gehabt, weil wir keine passiven hatten. Und kein Stahl. Das ist ein wenig peinlich. Das heißt, die ganzen Kisten hier unten werden jetzt zugedröhnt mit Knochenzeug. Ja, gut. Oh, die Kisten sind da oben. Ja. Hier hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne Licht. Aber ist nicht so wichtig. Was war jetzt wichtig? Batterien, Eisen bekommen. Sollten sie jetzt wieder? Haben wir inzwischen welche im System? Wenn ja, dann unter 50. Das ist nicht so schön. Aber wahrscheinlich erst, weil die Gib-mir-Kisten gefüllt werden. Die Batterien gerne hätten. Wald wollte ich gucken, genau. Wald war bei der Kohleanlage. Wo ich gerade mich hier so rumdümpel. Mach mal das zu. So. Genau. Da ist ein schöner Wald. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele Bauroboter. Deswegen werde ich mir das jetzt gönnen. Ich setze mich jetzt hier hin, lehne mich an den Strommast. Und gebe einen Auftrag. Zeige auf den Wald und sage, zerstören. Und dann kommen jetzt hoffentlich 500 Construction Boards und machen das weg. Bisher kommt nur Kleinkram. Da kommt die Flutwelle an Robotern. Nom 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 nom. Hat nicht gereicht. Da kommt die nächste Welle. Also ja, wir haben ein paar Bauroboter. Und wir dürften jetzt auch genug Resin haben. Ups, cool. Das heißt, ich baue gleich den nächsten Wald mit den paar Sachen, die ich hier noch habe. Und der Wald bleibt erstmal stehen. Und das ist mein Backup-Wald, falls ich irgendwann mal alles an Resin zu Rubber verbrenne und keine neuen Samen produzieren kann. Wobei, ich kann ja einfach jederzeit in die Welt rausgehen und einfach irgendwelche Bäume umhauen. Oder umhauen lassen von meinen Construction Pots. Dann kriege ich einen Rubber daraus, mache ich dann zwei, drei Samen und dann fange ich von vorne an mit dem Wald. Aber das ist halt ein wenig zeitintensiv. Wo sieht es interessant aus? Ah ja, stimmt. Fliegende Gegner, die sollen ja auch bald kommen. Oh weia. Es wird krass. Aber gut, momentan sind die Splitter wahrscheinlich wesentlich nerviger als irgendwelches fliegendes Zeug. Ja, gut. Also, zwei Sachen checken. Einmal Strom. Wie viele Türme schießen gerade? Nur 90. Okay, dann bau... Erstmal gucken, ob das Ding hier angeschlossen ist. Ja, ist es. Rubber wird durchgehend produziert. Du bist nicht ultraproduktiv. Werd mal ultraproduktiv. Gut. Du brauchst jetzt noch mehr Strom, aber gerade da ist es wichtig, weil Bäume setzen ist halt ein bisschen, ne? Riesig und das ist okay. Das ist okay. Also das war die eine Sache, die ich checken wollte mit dem Strom. Andere Sache war Eisenplatten und Kupferplatten. Sehe ich immer noch keine im System. Jedenfalls nicht sehr viele. Was komisch ist.
komme nicht hinterher. Das ist krass. Also ja, momentan ist es klar, dass jetzt alle Maschinen, die Eisenplatten und Kupferplatten brauchen, erstmal ihre Gib-mir-Kisten gefüllt haben wollen. Deswegen haben wir wesentlich mehr Abnehmer, als wir normalerweise hätten. Weil die Maschinen produzieren ihre Güter sind irgendwann voll und dann brauchen sie kein Eisen mehr. Das haben wir momentan nicht. Oh, 1,4. Das mag ich gar nicht. Vor allem, weil es in ein paar Stunden Nacht wird. Bau bitte Boiler oder Solarpanel. Bau bitte Boiler. Wegen Nacht und so. So. Das Ding hier könnte ich auch noch auf. Wie sieht das Wasser hier aus? Welches Wasser? Okay. Also, das Ding sollte ich einfach zerstören, oder? Es hat 4er Engines, die kann ich dann oben ranklatschen. Gib mir mal die 4er Engines hier. Die machen gut wie gar nichts gerade. Ja, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. So, das hier ist eigentlich mein neues Lieblingssystem. Weil es halt alles schön gerade ist, jedes Rohr führt zu einem Dings hin und es ist schön übersichtlich. Das heißt, ich glaube, das System werde ich erweitern. Und dann das und das, also das hier später wegnehmen. Oder ich mache daraus ein komplettes Secondary System mit Dreckwasser eventuell. Aber ja, erstmal will ich das hier erweitern. Das heißt, die ganzen schönen Boiler kommen hierhin, weil ihr eh nur auf 80 seid. So. Ja, also abwarten. Erst muss ich abwarten, bis das Wasser da reinfließt, bis das Wasser erhitzt wird. Und dann gucke ich mal, das müsste dann hier auf jeden Fall 100 Grad sein und hier auch. Und dann versuche ich, einen von denen da zu ersetzen mit einer 4er Engine. Und guck mal, ob das soweit klappt. Hier sollte ich die 4er da wegnehmen und stattdessen mal ein 3er. Und da wieder ein 3er hinsetzen, weil es bringt nichts, hier einen 4er zu haben, wenn er eh nur mit so und so viel läuft, oder? Ja, das weiß ich nicht. Der Punkt kommt bei mir immer wieder auf. Das Wasser ist so oder so 65 heiß. Macht es mehr Sinn, mit den 65 Grad dann höherstufigen zu befüllen? Weil aus den 65 Grad holt er ja mehr raus. Das ist, kann ich testen, oder? Wenn ich jetzt aufstufe die Reihe hier. Also momentan haben wir hier 65 Grad. Ich tue jetzt dich dahin. Bist du immer noch 65 Grad und du bist noch nicht voll mit Wasser. Warum bist du nicht voll mit Wasser? Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Also wir könnten hier noch eine Pumpe hin tun. MK5, 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 MK5. Gut, jetzt kommt da schon mehr Wasser an. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich auch Pumpen noch dazwischen brauchen. Trotzdem ist das Wasser nur 62 Grad. Weil es halt jetzt alles rausgepumpt wurde. Ja, genauso wurde mir es auch erklärt in den Kommentaren von diversen Leuten. Also wir haben jetzt die Pumpen hingestellt. Und wir haben neue Abnehmer. Das heißt, die Pumpen pumpen jetzt alles heiße Wasser in die neue Maschine rein. Dadurch sind die Boiler aber relativ leer oder nicht so voll, wie sie sein können. Und es wird kaltes Wasser in die Boiler reingetan. Und das muss jetzt erstmal nochmal komplett neu erhitzt werden. Das heißt, einfach das abwarten, dann müsste das hinhauen. Was haben wir da? 36 Türme schießen, aber nichts anderes passiert. Okay. Ja, und mein Spieleinventar hat nichts zu tun. Das ist nicht gut. Bau mehr Boiler. So. Was sagt der Strom? Wie viele Türme schießen jetzt? 90 Türme schießen. Akku ist gleich alle. Nein! Nicht Akku alle. So, ersetzt die mal hier alle jetzt bitte ganz schnell. So. Jetzt seid ihr komplett orange. Wenn das jetzt nicht reicht für die, weiß ich auch nicht. Es könnte natürlich auch echt sein, dass das Schlangenmuster doof ist. Dass es damit nicht hinhaut. Weil wenn wir...
Ja, warte mal, hier haben wir 4 Reihen Boiler. Wir haben auch 4 Reihen Steam Engines, wir haben 4 Reihen Boiler. Hier haben wir so gesehen nur 3 Reihen Boiler. Ist denn klar, dass es nicht so gut läuft? Das heißt, eine Reihe müsste ich hier eigentlich kappen. Ja, mach mal. Mach den weg. Ich glaube, ich reiß das ganze Ding bei Zeiten ab. Das ist mir echt zu friemelig. Mach die da weg.